Geist von Steffen Golding. Die Ewigkeit ist schrecklich, wenn man sie allein ertragen muss. Er ist der Letzte seiner Art, wenn er überhaupt ein Er ist. Das Geschlecht stellt ein willkürliches Unterscheidungsmerkmal dar. Am Ende sind alle Dinge gleich. Und am Ende bedeutet in der Ewigkeit dasselbe wie immer. Sicherlich hat er einst einen Namen besessen, ein Etikett für seine Seele. Aber das war lange vor der Ewigkeit, im Augenblick, als er noch in Form von Materie existierte. Er versucht sich vorzustellen, wie die Dinge früher waren und bemerkt, dass ihm das nicht gelingt. Er versucht sich vorzustellen, wie die Dinge jetzt sind und merkt, dass ihm auch das nicht gelingt. Das Wirtsein liegt weit außerhalb seiner Vorstellungskraft. Er existiert, wenn das der richtige Ausdruck ist. In einem immerwährenden Jetzt, als Zustand des Nichts weniger greifbar als ein Vakuum, kleiner als die Ewigkeit, größer als der Gedanke. Die Unendlichkeit liegt ebenso weit hinter ihm wie vor ihm. Er schwebt an der Grenze des Stillstands, durch diese Abwesenheit aller Dinge. Er sieht mit Lichtaugen. Er hört ohne Ohren. Er denkt Gedanken, die keine sind, die sich im Kreis bewegen und kleine Strudel der Leere und fast nichts seines Innern hervorrufen. Er sucht, er möchte, er sehnt sich nach, er brennt darauf, sein Verstand bekommt die Ziele nicht in den Griff. Die milde Säure der Zeit hat die Worte verschlossen. Geblieben ist nur das Suchen, das Wünschen, das Sehnen, das Lieben. Sie tauchte langsam auf, ein Flimmern am Rande seiner Nichtsinne. Weshalb er eine Sinn dachte, vermochte er nicht zu erklären. Irgendwie besaß er eine komplementäre Ausstrahlung. Seine Nichtgedanken rasten im hellen Aufruhr, die war etwas völlig Neues in seinem abstrakten Kosmos. Der keine Veränderung kannte. Er beobachtete, wie sie eine Form annahm, die noch weniger Substanz hatte als die seine. Und während er sie beobachtete, tobte in seinem zerbröckelnden Innern ein heftiger Kampf. Er hatte Angst, sich ihr zu nähern. Und er hatte noch mehr Angst vor ihr zu fliehen, wenn es in der Ewigkeit überhaupt einen Zufluchtsort gab. Unvermittelt erwachte ihr Bewusstsein und sie erschrak vor der Fremdartigkeit ihrer neuen Umgebung. Die grauenvolle Unendlichkeit erzeugte in ihr ein Gemisch aus Ehrfurcht und Entsetzen. Bis jetzt konnte sie nur sich selbst und die Öde des Kontinuums um sich erkennen. Sie sprach. Man hörte keinen Ton, aber die Kommunikation war da. Wo bin ich? Das ging ganz einfach. Mir erschien der Vorgang zwar neu, aber irgendwie in den Scherben der Erinnerung befand sich das Wissen in diese Dinge schwerend vertraut. Zitternd durchlief ihn. Sie bemerkte das andere Wesen und wandte ihm ihre Aufmerksamkeit zu. Was bist du? Was ist mit mir geschehen? Er kannte die Antworten, oder besser, er hatte sie gekannt. Wie bei allem anderen war es der Ewigkeit gelungen, die Wissensbrocken, die sein verkümmerter Verstand noch speicherte, zu vernagen. Er wusste nur, dass es einmal wichtig gewesen war. So wichtig. Deshalb war er, was er und nicht das, was er nicht war. Bitte! Flehte sie ihn an und ihre Stimme wie ein Hauch von Hysterie. Sag doch etwas! Die Worte kamen ohne sein Zutun durch Nebel, die in verstaubten Gedächtniskorridoren hin. Du bist tot,
Nein, es ist unmöglich, ich kann nicht tot sein. Lautes Schweigen. Ich kann nicht tot sein, wiederholte sie. Der Mensch hat den Tod vor mehr als 5000 Jahren besiegt. Sie erlangten Unsterblichkeit, als man daran ging, unser Gehirn auf Computerspeicher zu übertragen. Der Körper zerfällt, ja, aber der Verstand lebt fort. Keiner stirbt mehr. Ihre Rede brach ab. Du bist tot, entgegnete er stumpf. Bist du ein Geist? Fragte sie, obwohl ihm die Ewigkeit der Bedeutung des Wortes den Fritzen über hatte. Mein Hauch von Identität geblieben. Ja. Sie dachte nach. Große Abschnitte nicht Zeit verstrichen. Er wartete. Er gewöhnte sich an ihr Dasein. Sie war nicht länger ein fremdes Ding in seinem Universum. Sie war jetzt ein Halbwesen. Und er nahm sie hin wie alles andere. Ohne Kommentar. Ich meinte sie, vielleicht wurde meine Persönlichkeitsschema durch dein technisches Versagen für kurze Zeit aus dem Gedächtnisspeicher verdrängt, aber sicher nur für kurze Zeit. Ich bin nicht richtig tot. Sobald der Schaden behoben ist, kommt alles wieder in Ordnung. Es muss einfach wieder in Ordnung kommen. Es gab keine Antwort. Wenn er nie gewusst hätte, was ein technisches Versagen war, dann hat er es vergessen. Angeblich sind Störungen so gut wie ausgeschlossen, klapperte sie weiter. Sie versuchte sich mit Gewalt einzureden, dass ihre gewohnte Realität wiederkehren würde. Aber im Laufe von Jahrtausenden kannst du nur ein bisschen auftreten, auch wenn die Chancen nur 1 zu 1 Trillion stimmen. Ich bin überzeugt, dass du in Fehlerraschen, sie müssen unbedingt, oder? Oder? Sie starrte ihren unbewegten Gesprächspartner aus schreckgeweiteten Augen an. Warum rührst du dich nicht? So hilf mir doch. Helfen. Das Wort halte mit vertrautem Klang durch die Höhen seines Verstandes. Er sollte helfen. Helfen. Wem oder was oder wie er helfen sollte, das kam ihm allerdings nicht in den Sinn, wenn er es je gewusst hätte. Sie schwebten durch die Leere, Seite an Seite, Geist und fast Geist. Die Nichtgedanken des Älteren verwirrten sich noch mehr als sonst. Das machte die Nähe eines fremden Wesens nach einer der überaus einsamen Periode der Zeitlosigkeit. Aber diese Verwirrung stößte ihn nicht, er fand es im Gegenteil schön, dass er das Universum wieder mit jemandem teilen konnte. Die Neue war eine angenehme Aura in einer sonst empfindungsleeren Welt. Sie existierten beide seit mehr als 5000 Jahren. Er war zweifellos älter, aber der eigentliche Unterschied zwischen ihnen bestand darin, dass das lange Alleinsein und ihre Einsamkeit seinen Verstand zerfressen hatten wie ein Schweizer Käse, während sie all die Jahrhunderte in Gesellschaft verbracht hatte. Zusammen mit anderen Gehirnen ein Zustand, der entweder zum völligen Wahnsinn führte oder eine nahezu totale Stabilität schuf. Letzteres war bei ihr der Fall, und so machte ihre anfängliche Panik nach und nach jener nüchternen Haltung Platz, die sie sich vor Jahrtausenden angeeignet hatte. Es sieht so aus, als müsste ich eine Weile hier bleiben, also mache ich mich am besten vertraut mit meiner Umgebung. Und da du weit und breit das einzige Wesen bist, fange ich mit dir an. Wer bist du? Tot. Das liegt auf der Hand. Ihre Nichtstimme brachte sogar Sarkasmus bei diesem Ausdruck. Aber hast du nicht so etwas wie einen Namen? Nein. Ein bisschen Moment lang verloren Geduld. Das gibt es nicht, mein mitteilsamer Freund. Irgendwann musst du einen Namen besessen haben, lautete er. Ich weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht. Das klang wie ein Männerschallplatte, der einen Sprung hatte. Ihr längst tote Glocken Mutterinstinkte erwachten. Entschuldige, sagte sie ein wenig sanfter. Reden wir über andere Dinge. Wo sind wir? Wir sind tot, ergänzte sie für ihn. Herr, verleih mir Geduld. Er ist schlimmer als ein kleines Kind. Ja, das weiß ich bereits. Ich meine die Umgebung, in der wir uns befinden. Hat sie einen Namen? Nein,
die nächste Sackgasse. Ihr Begleiter war offensichtlich nicht geneigt, sich auf Gespräche einzulassen. Sie hingegen mit ihrem analytischen Verstand spürte den unwiderstehlichen Drang zum Reden, um sich nicht dem Wahnsinn auszuliefern. Also gut, du magst nichts sagen. Stört es dich, wenn ich rede? Nein. Und sie redete. Sie erzählte von den Anfängen ihres Lebens, als sie noch einen Körper bekommen hatte. Sie erzählte von den Dingen, die sie getan hatte. Sie erzählte von den Kindern, die sie geboren hatte. Sie sprach von der Gehirnübertragung. Ihren großen Liebeszug antrat und den Menschen letzten Endes unabhängig vom Tod machte. Sie berichtete von ihrem ersten Jahrtausend in den Computerspeichern, als sie getragen von der Euphorie der Unsterblichkeit in Roboterleibern von einem Nervenkitzel zum anderen gejagt war, und sie schilderte, wie selbst diese Dinge mit der Zeit ihren Reiz verloren hatten und die Phase des Nachdenkens begann, die Suche nach Wissen und Erkenntnis. Sie erzählte von Sternschiffen, welche die Computermenschen zu fernster Planeten trugen und die seltsame, wundervolle Dinge entdecken ließen. Er hörte zu. Das meiste verstand er nicht. Wenn er die Worte je gekannt hatte, so waren sie ihm längst entglitten. Sein Siebgehirn behielt wenig von dem, was sie sagte, aber er hörte zu und das war wichtig. Er genoss das Erlebnis, die Erregung der Kommunikation mit einem anderen Pseudowesen. Endlich schwieg sie, weil sie alles gesagt hatte. Möchtest du jetzt reden? Fragte sie. Etwas brannte in ihm, ja. Prima, meinte sie. Und worüber möchtest du reden? Er suchte angestrengt nach einem Thema, irgendein Thema. Aber wieder einmal ließ ihn sein Gehirn im Stich. Ich spürte seine Verlegenheit. Erzähl mir etwas über dich, schlug sie vor. Ich bin tot. Ja, das weiß ich. Was sonst? Er überlegte, was konnte er über sich erzählen? Ich suche, ich möchte, ich sehne mich nach. Ich brenne darauf. Was? Fragte sie nach. Aber es kam keine Antwort. Entmutigt fuhr sie fort. Versuchen wir etwas anderes. Wurde jeder, der starb, ein Geist wie du? Ja. Wo sind denn die anderen alle? Fortgegangen. Wohin? Einfach fort. Meine hatte sie wieder die Geduld verloren. Aber sie fing sich. Sie sahen von Jahrtausendkirchen aus. Sie gingen alle fort. Ja. Alle bis auf dich? Ja. Wie lange ist das her? Sehr lange. Seit nahezu 5000 Jahren hatte sie sich den Tränen nicht mehr so nahe gefühlt wie jetzt. Aus Mitleid für diese armselige Kreatur und aus Verzweiflung darüber, dass sie sein Geheimnis nicht zu lösen vermochte. Warum bist du nicht mit den anderen fortgegangen? Sie ließen mich zurück. Weshalb? Die Antwort kam diesmal noch langsamer. Er zerrte sie mit letzter Kraft aus dem Schlick am Grunde seines Bewusstseinstümpels. Um denen, die nachfolgen, den Weg zu weisen. Du bist also ein Führer? Fragte sie ungläubig. Ja. Wohin? Nach fort. Kannst du mich hören? Zum ersten Mal lag Trauer in seiner Stimme. Nein. Nach und nach, mit all der Geduld und Logik, die sie im Laufe der Jahrtausende aufgebaut hatte, entlockte sie in die Teile des Paddels. Vor langer Zeit, die genaue Spanne war ungewiss, in der Ewigkeit hat die Zeit keine Funktion, hatten die Geister eine höhere Existenzstufe erklommen. Alle machten diese Evolution mit, alle, bis auf einen. Dieser eine Geist blieb zurück, um jenen, die nachfolgten, den richtigen Weg zu weisen. Nur hatte die Gehirnübertragung ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mit einem Mal kamen keine Geister mehr. Der letzte Geist blieb allein zurück.
Die Pflicht verurteilte ihn zum Geisterdasein und die Einsamkeit verdammte ihn zur Stagnation. Mitleid flammte in ihr auf wie eine rosarote Nova, während die Logik im Hintergrund kühl feststellte, dass der Mutterinstinkt auch durch lange Brachliegen nicht verkümmerte. Sie umhüllte sein armseliges Nichtsein mit ihrem schemenhaften Ich und wisperte sanfte Worte des Trostes. Und plötzlich durchflutete ihn eine Wärme, die er sie seit Äonen nicht mehr gespürt hatte. Seine verkümmerten Sinne erschauerten sonnig in der Verschmelzung mit diesem strahlenden Anderssein. Glücklich schmiegte er sich an sie. Ein Stoß durchzuckte sie. Gleich darauf noch einer und wieder einer. Die Mutter grüßte, sie beheben den Defekt, sie müssen ihn auf den Speicherstromkreis schicken, dann kehre ich zurück ins Leben. Und die traurige Stille, die ihrer Rede folgte, sagte ein einziges Wort: Bleib! Sie war verwirrt. Es geschah zum ersten Mal, dass er von sich aus einen Gedanken äußerte, dass er einen Wunsch aussprach. Wie bitte? Bleib. Warum? Ich brauchte. Was? Sie konnte spüren, wie sie sich von diesem Licht auch löste und entfernte. Ich brauchte. Ja, sag's mir. Sag mir, was du brauchst. Ich brauche. Was? Sie entfernte sich immer schneller. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Bitte sag es mir. Ich brauche. Sie verschwand für immer aus seinem Nicht-Universum, ohne jede Spur. Der letzte Geist wandert. Er ist ein Wegweiser ohne Richtung. Er ist ein Führer, dem keiner folgt. So treibt er dahin mit ausgebranntem Verstand und einem halb vergessenen, nicht erfüllbaren Zweck. Und gelegentlich denkt er: Ich brauche, ich brauche, ich brauche. Wie stets entgleitet ihm das Objekt.